Okay. There's a name above, above all others, wonderful to hear. Bring me hope and cheer. Ah ja, jetzt geht's wieder weiter. Herzlich willkommen zum Losung und Lehrtext. Auch heute wieder eine ganz schöne und wertvolle Aussage. Da sagt der Psalmist heute, und sein Herz ist voller Dank: Herr, ich danke dir, dass du mich gehört hast und hast mir geholfen. Psalm 118, Vers 21. Ein wunderschöner Psalm. Lohnt sich auf jeden Fall, den genauer anzuschauen und zu lesen, weil wir merken, hier ist ein Mensch, der Erfahrungen gemacht hat, die wichtigsten, die wir machen können, nämlich Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Und nicht nur, dass man über ihn etwas weiß, sondern dass man auch in einer ganz persönlichen Beziehung zu ihm auch steht. Und er ist voller Dankbarkeit für die Bewahrungen, für die Hilfen, für den Schutz, für den Segen, den er erfahren hat. Und das bringt er hier in diesem schönen Psalm zum Ausdruck. Herr, ich danke dir, dass du mich gehört hast und hast mir geholfen. Ja, das ist ja die Frage, gell? Wie hilft denn der Herr? Der Herr hilft in verschiedenster Weise. Er hilft uns täglich mit seinen Gaben, die er uns gibt, und uns immer wieder beschenkt mit seiner Fülle an Segnungen. Oft ist uns das gar nicht bewusst. Die Luft, die wir einatmen, dann das Wasser, das wir trinken, die Nahrung, die wir haben, das Dach über dem Kopf, die Kleidung, die wir anhaben. Um nur einige Dinge zu nennen, die Freunde, die Beziehungen, und bei uns zumindest noch den Frieden, den wir im Land haben, dass uns keine Bomben um die Ohren oder Raketen um die Ohren fallen. Also das sind alles eigentlich Segnungen und Bewahrungen Gottes. Und dafür dürfen und sollen wir wirklich froh und dankbar sein. Schauen wir uns aber noch den Lehrtext an, okay? Im Lehrtext heißt es, da ist der Apostel Paulus, der an den Timotheus schreibt: Das ist schön und gefällt Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 3 und 4. Will man wissen, was wirklich schön ist und wertvoll und vor allem gottgefällig, ist, dass Menschen gerettet werden. Und da stellt sich natürlich die Frage: gerettet, Moment. Dann mag sich der eine oder andere denken: oh, wieso gerettet? Ich bin ja nicht in irgendeiner Notsituation oder ich bin auch nicht verloren und so. Ne? Also das mag menschlich, mag einem das so vorkommen. Aber wenn wir dem Wort Gottes und dem Zeugnis der Schrift glauben, dann braucht jeder Mensch Rettung. Rettung von sich selbst, von seiner Schuld, von seiner Sünde. Wenn wir diese Rettung nicht erfahren, dann gehen wir in die Ewigkeit ein, ohne in der Gegenwart unseres Gottes und Schöpfers und himmlischen Vaters und seiner Herrlichkeit zu sein. Und das wird schrecklich sein. Da gibt es keine Bilder, keine Beschreibungen dafür, wie schrecklich das sein wird. Ja, Andeutungen gibt es natürlich davon in der Schrift, aber sie sind nur Andeutungen. Die Realität wird wahrscheinlich noch viel schlimmer sein. Umgekehrt wird auch die Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist, auch so wunderbar sein. Aber für die, die gerettet sind, stellt sich noch die Frage, weil das ja der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden. Das will Gott, aber nicht alle wollen sich retten lassen. Das wollen die Menschen nicht. Und das ist traurig eigentlich. Aber es gibt immer wieder Menschen, die doch sehr, sehr bereit sind, auf Jesus zu hören und sich auch seinem Angebot und seiner Gnade und seiner Liebe anzuschließen, sie anzunehmen, zu akzeptieren. Denn jeder, der Jesus akzeptiert, der wird gerettet. Das sagt die Bibel ganz eindeutig. Jeder, der einen Sohn hat, heißt es, der hat das Leben. Analog dazu, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
nämlich das neue, das ewige Leben. Nun, wenn du das jetzt hier hörst und siehst, dann hast du auch Leben. Aber das ist nur irdisches, das irgendwann einmal aufhört. Dieses Leben, von dem Jesus spricht, das ja, das ewiges Leben bedeutet, kann nur er geben. Und das will Gott, dass Menschen gerettet werden. Und wenn du das schon erlebt hast und dazugehörst zu denen, die dieses Geschenk und Privileg der Erlösung und der Rettung erfahren haben, dann kannst du auch dazu beitragen, dass andere Menschen davon erfahren und auch gerettet werden. Aber sie müssen es hören. Sie dürfen es hören. Und noch haben wir dazu Möglichkeit. Also, vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, diese kurzen Gedanken und Worte zu hören. Und vielleicht hast du auch jemand, dem du es weiterleiten kannst. Wäre doch schön, gell? Jedenfalls vielen Dank und vielleicht wieder, auch wieder, bis morgen. Okay, servus. Yeah, this song is such a wonderful song. Ja, das Lied ist wirklich so ein schönes Lied. Ich singe es gerne. So ein schöner Name, der schönste aller Namen. Okay. There's a name above all others. Wonderful to hear, bringing hope and cheer. It's the lovely name, the name of Jesus, evermore the same. What a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus, reaching higher far than the brightest star. Sweeter than the songs they sing in heaven, let the world proclaim. What a lovely name. Yeah, let's do that. Let's proclaim Jesus. Saints, he'll return in clouds of glory. Then saints of every race shall behold his face. With him enter heaven's city, ever to proclaim. What a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus, reaching higher far than the brightest star. Sweeter than the songs they sing in heaven, let the world proclaim. What a lovely name. What a lovely name, the name of Jesus, reaching higher far than the brightest star. Sweeter than the songs they sing in heaven, let the world proclaim, evermore the same. What a lovely name. And it's true. It really is.